In der Stadtpfarrkirche Scheibs ist die 1864 vom Kapuzinerbruder Armand gebaute mechanische Krippe immer wieder ein Anziehungspunkt für große und kleine Besucher aus nah und fern. Aber nicht nur. Auch der einzigartige und bereits traditionelle Dreikönigsritt von der Klosterkirche zur Stadtpfarre lockt dabei immer wieder zahlreich Besucher in die Stadt. Wie und durch wen ist dieser Dreikönigsritt entstanden? Zwei Brüder, Zwillingsbrüder und ein Cousin. Aber die Väter, also mein Vater und ein Cousin sein Vater, haben das einfach seit dem Jahr 1947 gemacht. Dann sind sie ins Alter gekommen und irgendwer hat nachgetan müssen. Das waren nicht wir drei, Gott sei Dank. Und wir machen das jetzt seit 1993. Und das ist jedes Jahr am 6. Jänner, Dreikönigstag, machen wir den Umzug. Es ist eine Haufen Vorbereitung, nachdem wir das ganze Jahr nie singen. Ein paar Proben, dass wir wieder die Lierln, was wir da singen, auf wie zur Kirche. Bleiben wir fünfmal stehen und oben vor der Krippe singen wir auch einmal. Anders Lied, dann wir halt einproben. Dann die ganzen Gewandsachen, Risse gehören besorgt, Trompeter muss man organisieren, das ist schon alles eine Vorarbeit. Aber es sind im Prinzip alle die gleichen dabei, das funktioniert reibungslos. Aber bevor um 17 Uhr der Umzug begann, wurden die Teilnehmer noch geschminkt und mit der dafür bereits historischen Kleidung versehen. Begleitet werden wir von Hirten, das sind junge, meistens von den Könige, Verwandte, kleine, die einfach sie verkleiden als Hirten mitmarschieren und das Ganze ein wenig umrahmen. Dann sind Gartenträger dabei, die können auch alle eingekleidet. Voran geht ein Sternträger auf, hoch zu Ross, dann zwei Fanfarenbläser, dann die Gartenträger und dann eben wir drei Könige und hinauf zu der Pfarrkirche, wo wir einfach absteigen. Und nach einer kleinen Andacht unser Krippenlied auch noch mal singen. Pünktlich um 17 Uhr begann der ca. 30-minütige Marsch von der Klosterkirche durch die festlich geschmückten Gassen von Scheibs. Bei den dabei eingelegten 5 Stopps wurden nach einer Trompetenfanfare das über viele Generationen überlieferte Mundartlied »Mir sahen die drei Könige aus dem Morgenland« gesungen. Und ich der Melchior und ich der Balthasar von Zanzibar. In der Stadtpfarrkirche angekommen, wurden die Teilnehmer und Besucher vom Ortspfarrer Karl Hasengst bei einer kleinen Andacht gesegnet. Hier bei unserer Krippe in der Pfarrkirche.
Mit Fürbitten und dem Krippenlied Schlafet wohl endete auch heuer wieder dieser einzigartige traditionelle Dreikönigsritt in Scheibs.